Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in der Blitz-Serie. Empty Baked Midfield heißt die heutige Aufgabe. Drei Sterne Herausforderung. Wir müssen 24 Punkte mehr als unser Gegner zielen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir in zwei Plays für mehr als 10 Passing Yards sorgen. Das dürfte zu schaffen sein. Und wir dürfen nicht gesackt werden. Da müssen wir drauf achten, weil das passiert uns ja doch gerne mal. So, es geht gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wir haben den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Ich will jetzt mit schnellen Pässen arbeiten, damit wir hier hoffentlich nicht in die Gefahr kommen, geblitzt zu werden. Denn da kommt schon ein Blitz, das heißt, wir könnten gesackt werden von der linken Seite. Aber wir haben auch einen Michael Irvin. So, ich glaube, die 10 Yards haben wir gerade mehr als souverän gelöst. Das war, glaube ich, ein 26-Yard-Play, was wir da mal eben aus dem Handgelenk geschüttelt haben. Gutes Play von Michael Irvin und Troy Aikman. So, wir attackieren die Mitte mit Jarwin und Witten, achten aber auf Michael Irvin in der Mitte, links außen. Der hat nämlich, ja, der hat kein 1 gegen 1. Dann gehen wir die sichere Variante auf unseren Tight End Nummer 2. Gibt ja auch einen Punkt für den vollständigen Pass. So, wir nehmen den Trail. Irvin, Witten und Cooper attackieren die Mitte. Oh, 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 fast eine Interception. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Cooper und Jason Witten, habe mich für Witten entschlossen. Das war nicht die richtige Entscheidung. Witten attackiert die Mitte, Kopf im Slot. Wir achten mal außen auf Terrell Owens, aber der wird gedoppelt. Witten kann sich durchsetzen, macht den Catch. Wir sind an der 25-Yard-Linie der Bucks. Erster und 15. Wieder der Play-Action, Misdirection-Shot. Heißt, wir attackieren jetzt schon die Endzone mit Michael Irvin. Aber wir gehen noch nicht rein. Da wollen wir doch noch einen Punkt mitnehmen. So. Vier Pässe, vier Completions. So, und wenn uns jetzt noch zum Abschluss der Touchdown gelingt, durch die Luft, dann wäre natürlich alles schick hier. Per Audible schicken wir uns auf einen Double Slant. Achten auf Michael Irvin, der im Slot steht und den Touchdown erzielt. So, natürlich gehen wir auf die, wir haben ja keine Wahl, wir müssen hier auf die Two-Point-Conversion gehen. Auch per Pass. Und wieder auf Irvin im Slot. Bupp. Drei weitere Punkte. Damit sind wir auf 14 Punkten, die wir jetzt schon mal haben. Das heißt, wir sind hier sehr, sehr gut unterwegs. Die Bucks haben jetzt einen ersten Versuch und 10 an ihrer eigenen 25-Yard-Linie gegen die Cowboys. Erster und 15. Vollständiger Pass, aber da ist Van der Esch ganz sicher im Tackle. Damit klauen uns die Bucks einen Punkt. Nur weil sie erzielen damit einen Punkt. Wir haben noch 16 Punkte Vorsprung. Zweiter und 16 von der 24. Ein Lauf. So, und schon ist es ein dritter Versuch und 16. Damit haben die Bucks natürlich ein Problem. Was macht Winston? Geht zurück. Findet einen freien Mann, aber das ist natürlich weit und breit kein First Down. Turnover und Downs. So, 16 Punkte haben wir aktuell. Wir brauchen noch 8. Könnten also schon noch einen Touchdown gehen. Das wird sogar schon reichen. Wir schicken Owens von links in Motion. Er geht auf eine In-Route. Und den spielen wir auch an. Das ist eine Completion. Ein weiterer Punkt. Wir nehmen den Trail.
Irvin, Witten und Cooper attackieren die Mitte. Und Amari Cooper ist da komplett frei. Riesenmove. Wir sind an der 4-Yard-Linie. First and goal Cowboys. So, jetzt will ich das Ding aber auch in die Endzone bringen. Oh, jetzt ist das Quarter erstmal vorbei. Mit einem dezenten Hinweis. Also ich weiß nicht, warum das EA in diesem Jahr so macht, mit solchen riesenhaften Einblendungen. Das habe ich schon so oft verflucht, aber man kann nichts dagegen machen. Witten und Irvin attackieren die Mitte. First and goal und das ist der Touchdown durch Michael Irvin. So, 1, 2, 3, Stern Nummer 4 und Stern Nummer 5. Alle Sterne geholt, Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.